Willkommen zurück zu Alien Isolation. Wir sind das letzte Mal hier auf die Amisidora gelandet. Mit dem Alien im Schlepptau, aber ist natürlich nicht mitgekommen. Und jetzt werden wir Marlo finden. Ich nehme mal an, es geht hier lang. Weil zumindest wird... Was ist das hier? Legende. Von Interesse zumindest. Es geht zumindest hier lang. Nehme ich mal an, weil hier irgendwie müssen wir hin. So, schauen wir mal. Ach, hier von Interesse Audio. Logan, wir haben unsere Pechsträhne gebrochen. Wir konnten uns in den letzten Jahren gerade so den Lebensunterhalt verdienen. Und die Anisidora sieht langsam aus wie die Wracks, die wir bergen. Der Crew geht es auch nicht viel besser. Dann haben wir aber den Flugschreiber gefunden. Hm. Da geht's lang. Der Nostromo. Dann gehen wir mal hier durch. Das bedeutet, wollen Sie vielleicht Teil meiner Mannschaft werden? Ja. Taylor? Taylor! Marlo, was machen Sie da? Was sich sonst keiner traut. Kommen Sie zu mir, Ripley. Ich habe etwas für Sie. Er würde mich nicht enttäuschen. Ja, jetzt haben wir bloß die Hälfte von dem verstanden, was auf dem Audio zu wissen war. Gewesen war, so rum. Ja, dann gehen wir mal zu Marlo. Ich denke mal, ja, der Weg sieht gut aus. Mach doch hier nicht so eine Geräusche. Oh. Na, das hätte jetzt beinahe geklappt. Ich denke mal... Wir behalten das mal... gleich im Anschlag. Aber wir können erstmal hier gucken. LM-Link. Data Systems. Lock Sevastopol. Steht nichts weiter drin. Audio haben wir etwas. Ja. Anisidora, hier spricht Marshall Waits auf der Sevastopol. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Sevastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess. Und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber in Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl Ihrer Besatzung das Docken über einen Kurzstreckenshuttle. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sevastopol ein Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht, sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits Ende. So ein Arsch. War ja klar, dass der wieder dran beteiligt ist. Der wollte wahrscheinlich das ganze Geld wieder für sich. Korrupte Sau. So, den Code haben wir geknackt. Der war ein bisschen leichter wie der auf der Sevastopol-Station, der letzte. Geradeaus. Scheint es weiterzugehen. Wartet mal. Wenn so ein scheiß Facehager hier ist. Och nein. Dann muss das Alien doch auch in der Nähe sein. Zumindest kann ich mir das so vorstellen. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Shit. Ist das mein... Ohaha. Und da rollt es hinunter. Ich habe gerade gedacht, es... Oh. Ich habe versucht, Foster zu retten. Ich habe sie auf Sevastopol gebracht. Habe alle Regeln gebrochen, um sie herzubringen. Das war ziemlich dumm von mir. Dumm. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Man kann nur versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Jede Spur hinter sich verwischen. Alle Anzeichen zerstören. Die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Hm. Sobald es Kontakt aufgenommen hat, hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Die Firma. Jawohl. Piep, 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 piep. Shit, ich weiß gar nicht, wann ich jetzt aufgenommen habe. Ich nehme mal an, vor 5 Minuten. Ich habe zwar meinen Wecker hier stehen, aber es hat wahrscheinlich nicht viel gebracht. So, warte mal, wenn ich... Okay, lass mal das. So, vor 5 Minuten, dann ist das ungefähr um die Zeit. Okay. Das sieht mir nach einem Lüftungsschacht aus. Ja, zu einem Lüftungsschacht, zum Glück.
Von mir aus könnte auch mal langsam wieder ein Speicherpunkt so irgendwie kommen. Hier haben wir diese ganzen Schlafkabinen. Hoch, Speicherpunkt. Kaum redet man davon, schon ist er da. Dann tun wir doch gleich mal speichern hier. Jawohl. Und dann gehen wir mal weiter. Links. Und nach rechts geht's nicht. Okay. Was ist das da unten? Das sieht aus wie ein Maschinenraum. Nehme ich zumindest an. Ich weiß es nicht. Ja. Benutzen Sie das Terminal. Welches Terminal? Kein Strom? Okay. Wartungsterminal. Oh, Revolvermunition. Ich hätte trotzdem lieber noch die andere Munition. Taschenlampenbatterien könnte man eigentlich mal auffüllen. Oh, dann nehmen wir die nämlich gleich mit. Aber nicht unnötig Zeug wieder rumliegen. Flugschreiberdaten ansehen. Ah, Marlo wird das gehackt haben. Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Dies ist für meine Tochter. Hi, Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Mein Schiff. Es gab einen Unfall, Liebling. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben, wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Macht ihr keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Message end. Eigentlich kann man davon ausgehen, dass sie normalerweise noch lebt. Aber nur normalerweise. Oh, zumindest was hier das Spiel angeht. Taylor und Marlo. Jetzt wissen Sie Bescheid. Was? Ich weiß Bescheid. Ich werde den Fusionsreaktor überlasten. Das Nein. hat den Reaktor in eine Atomwaffe verwandelt. Sie werden das Schiff zerstören. Und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder von vorne los. Theoretisch hat er ja recht. Hören Sie mir zu! Wir müssen das nicht tun! Stopp! Hören Sie auf, Marlo! Marlo, bitte! Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Da sind noch Überlebende auf der Station. Marlo! Aber nicht Foster. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Oh. Das tat bestimmt weh. Ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Er hat es in Gang gesetzt. Taylor, ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen What? Sie zu dem Bedienpult. Hallo. Kein Strom? Das geht nicht. Das auch nicht. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an Ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben A, U, X. Das sieht schon sehr gefährlich aus. Ich hab's gefunden. Schalten Sie die... Ja, wie denn? Ah, hier. Oh, nochmal. Natürlich, als hätte man so viel Zeit hier. So, noch was? Okay. Alles okay, Taylor. Schau.
schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf manuell um. Können Sie es sehen? Bei dem Licht? Ich kann es nicht sehen. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Was ist es? Ah, jetzt. Komm, hacken schnell, bevor wir hier komplett in der Luft fliegen. Das, jawohl. Oh. Komm schon. Hier, deaktivieren. Komm. Ich hoffe mal, das reicht hier. Mal da unten. Halt, irgendwas stimmt nicht. Ich verstehe nicht. Primärsystemeinsturz. Systemweite Störkaskade. Oha. Oh, Scheiße. Marlow hat eine Überlastung erzwungen. Das Schiff wird in zwei gerissen werden. Kritischer Einsturz. Kritischer Einsturz. Taylor? Du müsstest da vielleicht mal raus. Ich glaube, wir rennen. Zumindest das, was man als Rennen bezeichnen kann. Oha. Ist die Frage, wohin? Ich weiß es auch nicht hier. Shit. Da geht schon mal nicht. Oh, 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 oh. Komm, weiter, Taylor. Ach, Taylor, Ripley meine ich. Was ist denn du? Wo geht's hin? Da lang. Weiter, schnell, schnell, schnell. Da. Warte mal. Gut, kann ich mir nicht vorstellen, dass hier gleich so ein Vieh noch angespäht kommt. Manchmal ist es blöder. Ich weiß nicht, wo lang. Ich rufe einfach geradeaus. Aber ich nehme mal an, die Richtung. Hier ist gut. Ich nehme gleich dieses Shuttle. Und setze ich erstmal ganz in Ruhe hin, während das Schiff in zwei gerissen wird. Natürlich. Ich mache mir sonst keine Sorgen. Wo sind wir jetzt? Ricardo. Nein. Ripley, die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Ernsthaft? Der Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Na super, wir sind wieder auf Sebastopol. Oh, ich will nicht. Der Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Dann stell mal durch. Bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Das. Ja, da müssen wir so schnell wie möglich zur Torrents. Oh, jei. Kurz, wenn er im Adresser hier. Wir sollten vielleicht doch mal jetzt hier mit dem Dings rumlaufen. Ah, hier muss man. Komm schon. Ja, sehr schön. Komm, mach auf das Ding hier. Ich weiß auch nicht wirklich, ob wir rennen können oder irgendwas. Müssen wir jetzt hier außen rum? Bitte legen Sie sich an der Rezeption an. Warte mal, da hinten hat sich was. Och nö. Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Sixen ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Oh, na super. Der Sicherheitsdienst. Ich muss mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen die? Die Torrents.
Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können Sie das? Verdammt. Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber Shit. Halten Sie sich von ihnen fern. Wir sind gefährlich und verzweifelt. Aber nicht hier irgendein Speicherding, Ich geh mal hier lang. Zuerst hört man Geräusche in die Lüfte schicken. Warte mal, wo ist denn hier? Einfach mal in die Richtung. Nein. Das kannst du so nicht sagen. Zug aufs Lock. Ransom hier. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungsrelais-Archiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen, aber das ist alles Schnee von gestern. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise antrat. Nichts weiter Besonderes. Hier spricht Captain Dallas mit einem ersten Bericht von der Rückreise unseres Teams. Orbitalstabilisatoren auf. Hier geht's rund. Koordinator bitten. Mein regulärer wissenschaftlicher Offizier wurde ersetzt. Ohne weitere Erklärung. Ich bin mir sicher, dass der neue weiß, was er tut, aber... Shit! Das war dein Ich hätte gerne eine Erklärung. Verdammt. Wir werden für unsere Fracht bereit sein, sobald da uns gesehen? Dallas, Captain Dallas Tromo. Ender, wie geht's dir? Alles klar? Shit! Warte mal, Geräusche machen, Geräusche. Wo ist er? Wo ist er? Ach, scheiß drauf hier. Auch wenn wir brachial vorgehen müssen, es musste sein. Nice. Vielleicht haben wir gleich... Jawohl. Ein bisschen Munition. Kurz mal gucken. Links geht's rum. Okay. Oder? Wartet mal. Nee, warte, wie denn nun? Doch, wir müssen da hoch. Überrascht mich, dass jetzt hier nicht irgendein Alien auf den Plan getreten ist. Aber okay. Besser so, als dass es eins da ist. Und speichern. Endlich. Und wir sollten vielleicht doch die Pumpgun weiterhin anbehalten. Erstmal nachladen. Geht es überhaupt lang? Rechts rum, okay. Ziemlich dunkel, was mir gerade nicht so gefällt, muss ich sagen. Geradeaus weiter. Vor allem, wir haben die Typen... Ach, Ricardo, wir haben die Typen weggenetzt und das hat die anderen irgendwie gar nicht interessiert. Ja, ist Ricardo, okay. Komm schon. Nicht, okay. Kommt hier noch was? Ja, eine Box. Aber die scheint leer zu sein. Oder zu sein. Eins von beiden. Wir tun mal jetzt so sehr den Flammenwerfer noch ausrüsten. Ricardo! Ripley! Alles klar? Marlos Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüsseln manuell ausrichten. Umgehen Sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Kommzentrale, oder? Ja, damit sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Ich mache ihn. Ja, finden Sie das Observatorium der Sevastopol. Ja, mach mal auf hier. Wo muss man jetzt überhaupt hin? Irgendwo links raus. Natürlich. Orbitalstabilisatoren auf 40% und fallend. Und fallend. Geht's hier durch? Ah, Aufzug rufen. Hä, hier ist ein Aufzug? Oh, scheint so. Zur Sicherheit. Und gleich mal nachladen.
Ja, hatten wir nicht vorhin auch über 300 gehabt? Wir haben noch nichts verbraucht, würde ich sagen. Ist egal. So, wo geht's hin? Irgendwo runter. Ja, Orbitalstation sagen wir ja eigentlich. Wundert mich, dass wir bei diesem Schützen nicht draufgegangen sind. Die sind normalerweise talentierter, würde ich sagen. Ach, hier sind wir wieder. Ah, ja. Speichern wir hier nochmal. Jawohl. So, und da wir jetzt hier Speicher haben, würde ich sagen, wir machen Schluss für heute und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir diese Orbitalstation bzw. diesen Satelliten, ich nehme mal an, den da hinten, genau den da, ausrichten sollen. Also, wir sehen uns dann nächste Woche in einer neuen Folge wieder. Haut rein. Ciao.